so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy. But still I'm right here, screaming out good. Herzlich willkommen zu meinem Post-Competition-Video. Bei mir ist ja nach dem Wettkampf, vor dem Wettkampf, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich jetzt ja weiterhin in der Diät. Aber ich dachte, ich beantworte euch heute eigentlich noch mal ein paar Fragen, die mir zum Thema Wettkämpfe gestellt wurden. Außerdem sage ich euch, wie ich für mich herausfinden konnte, dass der Wettkampfsport das Richtige ist. Also wie das Feeling auf der Bühne für mich war, und nehme euch so ein bisschen mit durch meinen Tag. Also viel Spaß! Ich zeige euch jetzt erst mal mein Frühstück. Da hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Das sind jetzt aktuell hier 70 Gramm Haferflocken. Dann habe ich jetzt 10 Gramm von so Mandeln, die schon so kleiner gehackt sind, reingetan. Und jetzt versuche ich noch den letzten Rest hier aus meiner Mandelcreme rauszukratzen. Da kommen dann nämlich auch nochmal 10 Gramm drüber. Und einen Apfel habe ich jetzt auch noch mit drin. Und ansonsten zum Thema Essen. Also nach dem Wettkampf konnte ich 2 Tage tatsächlich essen, was ich wollte. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin gar nicht so ausgerastet. Also ich habe halt wirklich nur das Steak mit Bratkartoffeln gegessen. Am nächsten Morgen hatten wir Frühstücksbuffet im Hotel. Das war auch richtig, richtig geil. Und dann habe ich mir abends auch nochmal so eine Scampi-Reis-Gemüsepfanne gemacht. Also so Sachen, die jetzt gar nicht so unclean sind jetzt, sage ich mal. Ich hatte aber auch nicht das Bedürfnis, weil ich halt auch wusste für mich, okay, es geht weiter auf die Europameisterschaft, der Wettkampf ist enorm wichtig. Deswegen wollte ich jetzt auch von mir aus nicht mir so einen richtig fettigen Burger oder eine Pizza oder sowas reinziehen, weil wenn der Körper das halt auch nicht mehr gewohnt ist, hätte ich im Nachhinein wahrscheinlich eh keinen Spaß gehabt, sage ich mal, mit meiner Verdauung. Und das konnte ich halt alles dann super gut verdauen, was ich gegessen habe. Noch gerade zur Zubereitung. Also ich habe tatsächlich erstmal nur die Haferflocken mit den Mandeln für 1,5 Minuten mit Wasser in die Mikrowelle getan. Und jetzt im Nachhinein das Proteinpulver und Zimt drüber getan. Das rühre ich jetzt unter, dass die Konsistenz auch noch so matschig bleibt, sage ich mal. Dann kommt die Mandelcreme drüber und dann kommt der Apfel drüber. Vom Abwiegen her mache ich das übrigens immer so, dass ich das auf eine Waage stelle und dann rauskratze, also das, was ich halt haben will. Und dann steht jetzt auf der Waage minus so und so viel und dann weiß ich Bescheid, dass ich nicht zu viel oder zu wenig genommen habe. Nach dem Essen habe ich jetzt Energie, die nächste Frage zu beantworten. Und zwar eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wurde zum Thema Gesundheit und wie meine Hormone so mit der Wettkampfdiät klarkommen. Da muss ich sagen, ich habe wirklich, wirklich Glück, was das angeht. Also ich musste mich ja auch nicht krass runterhungern, weil ich schon vorher einen relativ geringen Körperfettanteil habe. Jetzt mit 8% Körperfett ist natürlich als Frau alles andere als gesund. Und deswegen wundere ich mich auch, dass ich tatsächlich noch meine Tage ganz normal bekomme. Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass ich die Pille nehme. Also dass es halt bei mir sowieso schon nicht natürlich ist. Insofern... Aber was das angeht, habe ich echt gar keine Probleme, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade sogar ein neues Low. Ich war jetzt heute Morgen bei 58,1 Kilo und am Wettkampftag war ich bei 58,6 oder so. Das heißt, ich wiege jetzt gerade so wenig wie noch nie zuvor. Mir geht es aber ganz gut damit. Weil wir halt auch gesagt haben, für die Europameisterschaft, dass ich da ruhig noch ein bisschen shreddeter, also definierter und härter sein darf. Und deswegen darf da auch noch ein bisschen was runter, aber jetzt nicht mehr als 1 Kilo oder so. Und ja, so viel dazu. Jetzt gerade ist noch ein Paket angekommen, was ich euch noch zeigen wollte, weil das auch etwas mit Sport- und Wettkampf-Equipment zu tun hat. Und zwar habe ich mir...
ein Pilates-Bänder-Set bestellt, was ich zum Training für zu Hause nutzen kann, sowie zum Aufpumpen vor der Bühne. Und das probieren wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. Also wir haben eine Stange, die habe ich schon mal zusammengeschraubt. Von der Stange gehen dann so Bänder ab, wo man dann die Bänder dran befestigen kann, wo dann die Griffe dran befestigt werden. Die Bänder haben verschiedene Stärken und das ist so ein Teil, was man in die Tür klemmen kann. Wir testen das jetzt einfach mal gemeinsam. Also die ersten beiden Übungen, die mir direkt eingefallen sind, sind Squats und Schulterdrücken. I show you. Also ich stehe hier drin, ne, mit den Füßen. So. Und kann jetzt so voll geknackt Kniebeugen machen. Und habe durch die Bänder beim Hochgehen ein bisschen Druck drauf. Und beim Schulterdrücken sieht es so aus. I see how life is. It's not easy, but still I'm right here. Screaming I'm good. Also auf jeden Fall für jede Muskelgruppe was dabei. Ich habe jetzt mal so ein paar Übungen aus diesem Heftchen ausprobiert und ich packe euch das einfach mal mit in die Videobeschreibung. Und jetzt geht's für mich zum Training Brust, Schulter und Körpermessung. Ich bin ultra gespannt, was mein Körperfettanteil sagt, weil ich ja jetzt heute ein neues Low habe. Ask them kind of questions, shouldn't even shake your hand. Thought you were the Die Frage war, was sind Symptome, die ich merke, ja, mit so einem geringen Körperfettanteil oder halt, ja, so Nebenwirkungen in der Diät. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, so kurz vorm Wettkampf, also wirklich in der Peak Week, man fühlt sich manchmal, als wäre man nicht mehr in seinem Körper. Ich kann das nicht beschreiben. Oder als würde der Kopf so ganz woanders sein. Also zum Beispiel sind mir so Sachen passiert, wie, das war jetzt nicht schlimm oder so, ne? Aber ich bin zum Beispiel mal im Parkhaus beim Einparken so gegen die Säule gefahren, so ein bisschen, ne? Also war nichts am Auto, alles gut, da war dieses Plastikdings am Auto. Aber ich war mir 100% sicher, dass das passt. Aber ich konnte es wirklich nicht mehr einschätzen. Also so, dass man so neben der Spur ist, das hatte ich auch auf jeden Fall. Aber das hielt sich so noch in Grenzen. So, jetzt bin ich angekommen im Fitnessstudio. You need a golden calculator to divide the time it took to look inside and realize the real guys go for real down to Mars, girls. Now my team, own brothers I ride with, though I got no whip. Brothers we scheme, tryna cuff a bad bitch. All this light skin shorty that can rack them hips. Goddamn, but she frontin', say she only messin' with the finest. Well, Caroline, oh Caroline, here's a nickel for your thoughts. I'll give you what I got, cause Caroline, you a dime and I'm still there. Oh, bin ich gerade glücklich, dass ich den Shake trinken kann, Leute. Ich bin gerade fertig geworden mit dem Training. Es war gut. Aber kommen wir zum nächsten Punkt, was man merkt, wenn man auf Diät ist. Wenn etwas nicht nach Plan läuft und sich das Essen verzögert nach hinten, was jetzt gerade bei mir der Fall ist, ist man schneller reizbar bzw. auch schneller mit den Nerven am Ende, so würde ich schon behaupten. Weil wir haben jetzt gerade versucht, die Körpermessung zu machen. Und dann hat das Gerät halt nicht funktioniert und dann haben wir es neu gestartet und Stick raus und rein und blablabla. Und dann sind 40 Minuten vergangen oder so und ich dachte mir nur so, mein Essen verschiebt sich jetzt nach hinten, ich habe so Hunger. Also ihr merkt, damit muss man halt schon rechnen. Andererseits ist Ablenkung natürlich auch immer gut, aber ich trinke jetzt meinen Shake. Dann fahre ich schnell nach Hause und mein Reis mit Hähnchen und Gemüse ist ja schon vorgekocht. Aber dazu muss ich sagen, dass meine Arbeitskollegen mir gesagt haben, dass man mir das nicht angemerkt hat, also dass ich irgendwie auf Diät bin oder so. Und das war mir halt auch enorm wichtig, weil ich mir so dachte, ja okay, die Arbeit darf halt nicht darunter leiden, ne? Es ist halt immer noch
ein Hobby und da habe ich mich wohl dann auch ganz gut bewährt. Weil ich hatte halt teilweise schon mit so Stimmungsschwankungen zu kämpfen, die ich halt normalerweise nicht von mir kenne. Also wie zum Beispiel, man steht so morgens auf und an einem Tag ist man so unnormal motiviert und hat so krank viel Energie. Und am nächsten Tag ist man so richtig Depri und könnte so den ganzen Tag einfach nur liegen und will sich nicht bewegen. Also das sind halt auch so Dinge, die ich feststellen musste. Nein. Oh, endlich essen, Leute. Das Problem daran, wenn man nämlich zu spät isst, ist, dass die Mahlzeiten einen nicht mehr satt machen und man danach direkt wieder die nächste essen könnte. Deswegen empfehle ich immer, dann zu essen, wenn man halt noch nicht gerade am Sterben ist, sondern ja, ein bisschen früher. Ich habe mir jetzt gerade mal einen Kaffee gemacht, bevor ich noch ein bisschen mit euch weiterspreche. Und ich habe übrigens hier die 4 Pokale aufgestellt. Ich muss noch einen besseren Platz dafür finden, aber da stehen die jetzt erstmal gut vom Wettkampf. Und wir fangen mal an mit der Frage, was das Schlimmste ist an der Wettkampfvorbereitung für mich und machen danach mit dem Schönsten weiter. Und zwar ist das Schlimmste für mich, ja, das Sozialleben, was darunter leidet. Man ist wirklich halt einfach sehr, sehr unflexibel. Also man kann nicht mal eben sagen, wenn die Oma Geburtstag hat, ich komme jetzt mit Essen. Also man kann es schon, man muss dann halt sein eigenes Essen mitbringen. Und kann auch schwer irgendwie in Urlaub fahren in der Zeit, weil man halt einfach unglaublich viel zu essen immer dabei haben muss. Man ist auch oft sehr auf sich selbst fokussiert, dass man gar nicht so den Nerv hat, so viel mit anderen Menschen zu machen, obwohl ich eigentlich extrem gerne Zeit mit anderen Menschen verbringe. Also man ist schon so ein bisschen im Einzelgängermodus, sag ich mal. Und das ist das, was mir so mit am schwersten gefallen ist. Also ich war noch nie so viel auch alleine für mich, wie jetzt in der Zeit der Wettkampfvorbereitung, wobei es, glaube ich, auch einfach total wichtig ist, dass man gut mit sich alleine klarkommt. Und das habe ich halt auch unter anderem in dieser Phase gelernt. Und zum Schönsten, Leute, ich sag euch, wenn ihr die Bühne betritt, und ihr habt den Bikini an und ihr wisst, ihr habt die ganzen Monate zuvor 100% gegeben und dann steht ihr da und ihr strahlt genau das aus. Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Also in dem Moment zahlt es sich einfach aus. Egal jetzt, was für eine Platzierung es im Ende wird, es zahlt sich einfach aus, dass man alles gegeben hat. Und das fühlt sich ein bisschen an wie so ein Film. Also so der ganze Showday ist irgendwie so ein bisschen unreal, als würde man das alles träumen. Also ich fand es einfach unbeschreiblich schön und es hat mir wirklich so viel Freude gemacht. Und ich habe halt auch nochmal gemerkt, wie gut es zu mir passt, weil ich halt das Training an sich liebe. Ich auch so einen Tick habe, mich immer gesund ernähren zu wollen, beziehungsweise ich fühle mich sowieso immer so schlecht, wenn ich was Schlechtes gegessen habe und deswegen fällt es mir jetzt auch nicht schwer, mich so gesund zu ernähren und auf die Ernährung zu achten. Und dieser Präsentationssport lag mir auch gut, weil ich halt vorher auch schon ein paar Modelerfahrungen gemacht habe und ja, Richtung Fotoshootings und solche Sachen mich so ein bisschen auskannte und viele Komplimente tatsächlich für meine Ausstrahlung auf der Bühne bekommen habe. Und diese Kombination aus diesen ganzen Dingen passt irgendwie so gut zu mir und es hat mich so gefreut irgendwie, als ich das alles so realisiert habe, weil es auch, ich bin ja vorher, war ja meine Leidenschaft so das Schwimmen und da hat mir immer irgendwas gefehlt so, aber beim Bodybuilding fühle ich es halt einfach so richtig und deswegen bin ich auch einfach unglaublich motiviert jetzt auf die nächste Zeit, auf die Europameisterschaft, die am 11.6. ansteht und werde euch dann natürlich auch wieder mitnehmen in meiner Vorbereitung. Also es ist ja jetzt auch nicht mehr lange. Deswegen, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt das immer unter die Kommentare. Ich kann ja auch in meinen Vlogs, wo ich euch einfach mitnehme, immer nach und nach so alles beantworten. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich bin mega glücklich, dass
ihr mich so supportet und YouTube jetzt auch so gewachsen ist. Das macht mir einfach mega viel Spaß und dadurch, dass ich jetzt mit meiner Abendschule fertig bin, werde ich da auch jetzt noch mehr Zeit und Energie reinstecken können. Also seid gespannt auf alles, was kommt. Ich sage bis zum nächsten Mal. I've been in the game like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart. Trying to give the world some hope, so through the dark I'll cast art. Hope it lasts the way, brightens your yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say.